Also, als erstes wollten wir ins Lager, aber ich würde mal sagen, als allererstes, schauen wir das jetzt nochmal nach. Weil das juckt mich Nicht gut. gerade. Gar nicht gut. Warum ist denn jetzt hier schon wieder ein neuer Gegner? Ach, die respawnen jetzt ernsthaft, oder was? Ach, lass es doch gut sein. Komm doch einfach mit. Okay. Na, wir hängen die schon ab. Jo. Na komm, du wirst ja wohl schneller rennen können als das, oder? Pfe. Wir rennen immer schon dauerhaft hier so. Als ob der da ernsthaft hinterherkommt. Ah. Einer. Habe jetzt keinen Bock auf den Typen. Tschüss. So viel dazu. So, warte mal jetzt hier. Also, wo waren sie, die nummerierten Zettel hier? 7, 3, 9, 1. 7, 3, 9, 1. Das war nichts. Okay. Vielleicht der andere? Vielleicht ist jetzt wirklich nur eine grobe Vermutung, dass das vielleicht was sein könnte. 7, 3, 9, 1. Das war nichts. Okay. Schade, hätte ja sein können. Na gut. Dann. Jetzt. 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 Hauptstory, 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 Hauptstory. Boom, boom, boom. Jetzt geht's ab. Leute. Jetzt wird hier geregelt, ey. Ha, eins nach dem anderen. Junge, 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 Junge. Komm schon. Ja. Und es regnet natürlich. Ich könnte kotzen. Okay. Also, wir haben die Reaktorspulen. Los geht's. Beziehungsweise die eine Reaktorspule. So. Hallo? Da. Hey, jetzt geht's ab. Ich habe eine passende Reaktorspule für den Gleiter gefunden. Hey, das ist... Das grenzt an ein Wunder. Naja, fast. Ich mache mich sofort an die Arbeit und baue das Ding ein. Noch mehr Backstory. Okay. Flashback. Ach, warte mal, da waren wir doch schon. Warte mal. Scheiße. Scheiße. Warte mal, ist das gerade jetzt? Oh oh. Oh oh. So, da sind wir. Nee, okay, ist nicht. Sieht ganz nicht. so aus, als hätte ich in der letzten Schlacht wesentlich mehr tödliche Treffer erzielt als du. Fängst du jetzt damit an, die freien Menschen zu schonen? Wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam auf der Jagd, bei der ich klar der bessere von uns beiden war? Du wirst schwach, Jax. Ein inakzeptables Verhalten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, du hättest deine Elex-Rationen abgesetzt. Sind das etwa erste Anzeichen von Emotionen für die freien Menschen? Sprich nicht so mit deinem Bruder. Deine Familie war stets über jeden Zweifel erhaben, Kallax. Die Order des Hybriden war mehr als eindeutig. Kampf dem Verrat. Keine Macht den Separatisten. Bei ersten Anzeichen von Emotionen innerhalb der Armee muss Meldung gemacht werden, Familie oder nicht. Du weißt selbst, dass wir wachsam sein sollen, Vater. Ja, und wir werden sie befolgen. Doch du hörst jetzt auf, an der falschen Stelle nach Verrätern zu suchen. Er tut nur seine Pflicht, Vater. So wie wir alle. Ja, unsere Pflicht. Doch am Ende müssen noch genug von uns da sein, damit diese Pflichten verrichtet werden können. Das macht Sinn. Okay, alles gut. Die Welt sah nur so vertraut aus. Was? Naja, eine Sache macht mir aber immer noch Sorgen. Was? Was denn? Ich sag's dir, wenn ich mir sicher bin, okay?
Je eher ich mich dran setze, umso schneller bin ich fertig. Wieso? Was ist denn los? Was ist denn los? Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Okay. Also unser Gleiter ist immer noch nicht voll einsatzbereit, so wie es aussieht, weil noch irgendwas gibt, was vielleicht Problem ist. Bei dir alles klar? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Ja, das ist jetzt immer derselbe Satz. Okay. Bei euch alles klar, hey, Leute. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Ah, die Soldaten der Alps kämpfen wie Maschinen und haben keine Ehre. Ein verabscheuungswürdiges Dasein. Na, du bist aber auch nicht so viel bei... Okay. Hey, Ray! Alles noch dran? Auf jeden Fall. Alles klar soweit. Sonst so... Mensch. Unsere gute Maschine hier, hä? Auf dich müssen wir immer noch gut aufpassen, wa? Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Bei dir so? Konnte er nur so dumm sein? Alles okay? Könnte besser sein. Ja, okay. Und Crony? Alles super, ne? Ach ja. Einfach nur mal so zwischendurch. Ich denke mal, mit Leute können wir wieder nicht mehr reden, oder? Nein. Und Arx. Ja, okay, warte, wir können ja noch. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Jo. Ja, bei dem sind wir ja immer noch hinterher, den letzten, Alp-Commander zu töten. Für seine Gefährtenquest, ne? So. Ich würde mal behaupten, weil es regnet, wir legen uns nochmal kurz schlafen. Und dann geht jetzt der nächste Stopp zu den Separatisten. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Fast? Okay. Hauptstory. Zestak. Oder direkt Vardek, je nachdem. Aber ich denke mal, Zestak müsste da jetzt unser erster Ansprechpartner sein. Mann. Jetzt aber ja. Was ist hier los? Was geht ab? Also jetzt will ich antworten. Erstmal speichern nochmal. So, hier, was geht ab? Ach ja, genau, und das müssen wir auch noch berichten. Richtig! Ich weiß jetzt, was Saddoms Ass im Ärmel ist. Er kann Mutanten kontrollieren. Ich wusste es doch. Kein Elexitor gibt sich einfach kampflos geschlagen. Wie auch immer er das bewerkstelligt, er könnte sich damit zu einem ernstzunehmenden Gegner entwickeln. Pass lieber auf und glaube nicht alles, was er sagt. Ich schätze, wir werden nochmal von ihm hören. Oh ja. Und letzte Hinweise führen ja eher zu der Annahme, dass er mehr Feind als Freund sein könnte, ha? Huh? Erstmal das hier. Der Pilger Thorald soll der Schlüssel im Kampf gegen den Hybriden sein. Also noch ein weiterer Spieler im Machtkampf um Xarkor. Ich glaube kaum, dass ein Berserker auf den Thron im Eispalast scharf ist. Unterschätze die Berserker besser nicht. Ihre Magie ist immer noch ein großes Mysterium. Zu viel Macht in der Hand von wenigen führt zwangsläufig zum Untergang. Du redest vom Hybriden und seinen Elexitoren. Ich sage nur, lass dich nicht blenden von netten Worten des Pilgers. Biete den Menschen Macht und sie werden sie ergreifen. Aha. Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Niemand. Vardek hat unseren Weg gewählt, weil er es wollte. Auch du wirst hoffentlich noch erkennen, was für unser Volk das Beste ist. Am besten fragst du ihn selbst danach. Er wartet auf dich, seit er hier bei uns ist. Ja, finally, aber wo wartet er auf mich? Hallo? Irgendwie... Ach,
Ach, da steht er ja. Einfach so in der Ecke. Ja, moin, Fadi. Alles klar soweit? Ich speichere mal vorher nochmal ab. Leuchtest sehr schön. Ist ja schöne Lichterkette, die du hast, ne? Jetzt hier antworten! Vater. Jax, du lebst. Es ist also wahr, was man sich über dich erzählt. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt. Du hast das Elex abgesetzt? Ich versuche es, mein Junge. Es ist schwierig, die Balance zu behalten. Ich schätze, es ergeht dir nicht anders. Der Entzug ist... In der schlimmsten Anfangsphase war ich bewusstlos. Es geht dir gut, nur das zählt. Sag, wie ist die Lage da draußen? Junge. Xardas! Ja, eins nochmal. Der Krieg nähert sich seinem Höhepunkt. Noch ist er nicht entschieden. Ich habe es gesehen. Draußen vor den Toren des Eispalastes sammelt der erste Elexitor Tarek seine Truppen. Nicht mehr lange und er wird ausrücken. Wir müssen das verhindern, sonst wird unser Volk untergehen. Ich verstehe ja den. Na klar, aus Sicht der Charaktere so, ja, immer noch so ein bisschen Alps retten wollen, aber... Dass jetzt auf einmal die Alps diejenigen sind, die wir retten wollen als Volk, so ist so ein bisschen eigenartig, ne? Also... Klar, wäre natürlich schön, wenn man einfach alle 4 Fraktionen in Einklang, oder 5 Fraktionen, je nachdem, wie das siehst, in Einklang bringen könnten, aber ist... Ne, never. Was machst du hier bei den Separatisten? Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe bis zuletzt versucht, Tarek von seinem Plan abzuhalten. Es ist Wahnsinn. Und Tarek kennt das Risiko. Doch er ist schon zu verblendet, um die Wahrheit zu erkennen. Der eingeschlagene Weg wird zum Untergang unseres Volkes führen. Okay. Untergang unseres Volkes? Was genau meinst du damit? Tarek hat fast gänzlich seinen eigenen Willen verloren. Jede noch so kleine Entscheidung lässt er sich vom Hybriden genehmigen. Er ist nur noch ein Werkzeug, das ohne Rücksicht auf unsere Direktive handelt. Tarek wird bald alle unsere Maschinen und Soldaten gegen die freien Menschen marschieren lassen. Wie viele Soldaten werden sterben, bis wir unser Ziel erreicht haben? Ich sage, das ist Selbstmord. Wir brauchen alternative Wege. Naja. Aber warum überhaupt irgendwas? Was ist denn jetzt genau unser Ziel? Also wir wollen jetzt Tarek davon abhalten, fetten Krieg zu machen, weil dann die Alps wahrscheinlich sterben? Aber ist das... Ja gut, ich meine Tod so generell nicht so geil, aber... Was denn dann? Was ist denn jetzt der Plan? Also, hä? Ist die oberste Direktive denn nicht, das Elex dem Hybriden zu bringen? Ja, aber das war sie doch nicht allein. Was ist mit dem Erlangen von Wissen? Was ist mit der Evolution? Was ist mit der Erforschung der Natur des Elex? In den letzten Wochen hat sich vieles am Hofe des Eispalastes geändert. Seit du fort bist, sind diese Teile der Direktive nur noch Relikte einer Zeit, wo es um den Erhalt unserer Art ging. Das ist vorbei, glaub mir. Es zählt nur noch der Wille des Hybriden. Zu viele Soldaten sind schon gestorben, als dass ich so noch an eine Zukunft für unser Volk glauben kann. Okay, Evolution, Erforschung des Elex. Ja, yo, dann könnte natürlich das Überleben der Alps sogar wichtig sein. Hinführend auf Elex 2. Also insofern denn die angeschnittene Story Richtung Herrn des Elex, Aliens und so, denn auch diesen Lauf nimmt, wie ich das denke. Okay. Okay, wir machen mal weiter. Der Hybrid ist Perfektion, die Krone der Evolution. War das nicht immer so?
Ich habe mittlerweile berechtigte Zweifel daran, mein Junge. Ja. Es hieß, wir sollten Opfer bringen. Doch mit dem Tag deiner Exekution endete meine Loyalität. Ich opfere nicht meinen eigenen Sohn für die Ideale einer Maschine. Okay, ja, verständlich, verständlich. Wo führt uns das gerade alles hin hier? Holy crap. Ein starker Wille ist es doch, was die Mutanten von den Alps unterscheidet. Stark, ja, aber frei? Du weißt genau, welchen Preis ein Alp bei seiner Berufung zum Elexitor bezahlt. Ich werd's wohl gleich wissen. Schon wieder ein Jahr davor. Mensch. Guck mal, da unten läuft ein kleiner Mutant rum. Der Eispalast. Bin gespannt, wann wir den mal in Person sehen werden. Das wird ein epischer Moment. Du hast mich gerufen, Meister? Unsere Feinde sind im Vormarsch. Die Gemeinschaften der freien Menschen bedrohen die Grenzen unseres Landes. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Es ist an der Zeit, das Kollektiv um eine weitere Stimme zu erweitern. Ich werde einen weiteren von euch in den Stand des Elexitors berufen. Du, Kallax, hast viel erreicht und hast dich dafür als würdig erwiesen. Bist du bereit, ab heute den Elexitoren beizutreten und der Maschine zu dienen? Ja, Meister, ich bin bereit. So sei es. Öffne deinen Geist und vereinige dich mit mir. Willkommen im Kollektiv, Elexitor von Xakor. Das hat sich jetzt nicht so nett angehört. Wer weiß, was... Du und auch dein Bruder seid lange Zeit die stärksten Kämpfer am Hofe gewesen. Und das habt ihr einzig eurem eisernen Willen zu verdanken. Niemand war in der Lage, euch das Wasser zu reichen. Doch, seh dich an. Heute bist du ein Geächteter und Kallax ist nun allein die Speerspitze der Alparmee. Okay, warte mal. Das geht mir gerade auf den Sack, dass der Typ hier so rumlatscht. Jetzt geh halt dahin, wo du hingehen willst. Meine Fresse. Ist generell irgendwie ein bisschen scheiße geregelt, dass er halt hier steht und damit die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir halt in den Gesprächen so Dunkelheit haben. Ist ein bisschen, ist nicht so geil. Also, ich will jetzt auch ungern irgendeine Facke anmachen, weil das dann die ganze Zeit dieses Rauschen ist. So, naja, dann machen wir mal weiter. Ich habe den Verdacht, dass jemand meinen Fall im Eispalast geplant hat. Wie kommst du nur auf so etwas? Meine Havarie, meine Exekution, das war doch kein Zufall. Du, Jax, warst der Einzige, der den Erhalt deines freien Willens einer Beförderung zum Elexitor vorgezogen hat. Jeder andere, dem diese Ehre zuteil wurde, hat sie auch wahrgenommen und ist nun ein verlängerter Arm des Hybriden. Mag sein, dass jemand deinen Sonderstatus als Problem ansah. Doch wer? Ich weiß es nicht. Aha. Ob wir alles fragen können? Also das ist ja gerade unsere heißeste Spur. Wobei das halt am meisten Sinn machen würde. Aber das ist eigentlich so das, was ich die ganze Zeit dachte. Und das würde auch irgendwo Sinn machen, weil das und das sind irgendwie fast dasselbe. Ich hoffe mal, wir können alles fragen. Was ist mit dem Eremiten? Was ist mit Saddam? Er hat möglicherweise etwas mit dem Angriff auf meinen Gleiter zu tun. Selbst wenn, dann hätte er das aus anderen Gründen getan, als dich aus dem Eispalast zu befördern. Saddam wollte schon immer der erste Elexitor werden. Alles, was er jemals getan hat, zielte darauf ab. Er hat doch kein Interesse daran, einen loyalen Commander aus dem Weg zu räumen, der gar nicht Elexitor werden will. Okay. Vielleicht nicht, sollen wir das jetzt schon fragen? Nee, warte, ich darf erstmal alles durchgehen, oder?
Was ist mit meinem Bruder Kallax? Das glaube ich nicht. Außerdem ist er ein Elexator und konnte dir immer direkte Befehle erteilen. Du warst ihm weder im Weg, noch hatte er Grund, an deiner Loyalität zu zweifeln. Deine Exekution befahl er lediglich, weil die Direktive ihn dazu zwang. Okay. Was ist mit dem Hybriden? Unsinn. Die Maschine hat doch von deinen Leistungen am meisten profitiert. Man tötet doch nicht sein bestes Pferd im eigenen Stall. Naja, schon, weil es sich nicht mit einem verbinden möchte. Weil ich das ja abgelehnt habe. Und ich meine, alle Elexatoren sind ja quasi der Hybrid, führen den kompletten Willen des Hybriden aus. Und wenn ich mich da geweigert habe, macht das ja schon Sinn. Ne? Aus Angst davor, dass ich irgendwann gegen ihn arbeiten könnte. Und dann ist auf einmal das stärkste und loyalste Pferd im Stall der stärkste Gegner. Was ist mit dem ersten Elexitor Tarek? Möglich. Aber ich sagte ja, er ist nicht mehr ganz der Alte. Und für eine Intrige dieser Art gegen den Willen des Hybriden wäre er nicht mehr stark genug. Warum dann der Angriff auf meinen Gleiter? Zadom muss gewusst haben, dass ich an dem Tag nach Idan fliegen würde. Er muss gewusst haben, welchen Auftrag ich hatte und wie er meinen Gleiter zum Absturz bringt. Zu dem Zeitpunkt, als du deinen Auftrag vom Hybriden bekamst, war Zadom schon lange im Exil. Wie sollte er also all das hier draußen erfahren haben? Jemand, der zu der Zeit im Eispalast war, muss es ihm gesagt haben. Wer weiß. Zadom selbst war es jedenfalls nicht. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Du solltest dich jetzt besser auf deine aktuelle Situation konzentrieren, Jax. Wenn es überhaupt einen Verräter gibt, wirst du seinen Namen kennen an dem Tag, an dem du die große Rampe des Eispalastes wieder emporschreitest. Merken wir uns diese Worte. Wo ist Kallax jetzt? Dein Bruder weiß, dass du noch lebst. Er ist auf der Suche nach dir. Er will vollenden, was er angefangen hat, bevor er selbst Opfer der Direktive wird. Darum ist er auch allein unterwegs. Ich hörte, dass er in den an Xakor angrenzenden Gebirgszügen von Abessa auf eine Nachricht seiner Späher über deine Aktivitäten wartet. Er beobachtet das Land und wird zuschlagen, wenn er dich aufspürt. Okay. Nicht, wenn ich ihm zuvorkomme. Mir wäre lieber, dass ihr euch einigt, statt euch zu bekämpfen. Dazu ist es wohl ein wenig zu spät. Es muss doch einen Weg geben, ihn aus den Klauen des Hybriden zu befreien. Rede mit ihm. Er ist verblendet, genauso wie Tarek. Ich bin nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Also sollte deine Sorge besser mir gelten. Geh zu deinem Bruder, Jax. Versuche dein Bestes. Meine Gedanken werden euch beide begleiten. Okay. Schwierig. Sehr schwierig. Sehr verdammt nochmal schwierig. Hast du noch was zu sagen? Wenn du willst, dass ich... Ja, ne, okay. Okay. Holy crap. Oh, gruselig. Ja. Ich soll mit Kallax reden. Ja klar, unser Vater will natürlich, dass wir uns wieder zusammenfinden. Und nicht gegenseitig abmurksen. Aber ob das der richtige Weg ist, ich denke schon, dass es zu spät ist. So, wo genau soll er sein? Ah, dort, verstehe. Das ist genau da, wo ich sonst hätte auch noch irgendwann hingehen wollen. Okay, perfekt. Okay. Boah, was jetzt gerade alles passiert, ey. Holy crap. Okay. Wir haben immer noch keinen Ansatz, was Thorald angeht, Elex selbst herzustellen. Oder eben Mana in dem Sinne.
Nicht nur aus vorhandenem Elex, so, ne? Wir haben immer noch keinen Ansatz, wer jetzt wirklich wegen unserer Exekution verantwortlich ist. Ich denke immer noch Zadom aus irgendeinem, ja, Zadom ist, glaube ich, tatsächlich der zweitgrößte Gegenspieler neben dem Hybriden noch. Der, ja, ich glaube, Zadom, der führt einiges im Schilde. Vermutung, Zadom will immer noch die Macht komplett an sich reißen und einfach auf den Thron im Eispalast und dann Spaß haben. Keine Ahnung, ob der die anderen Menschen alle kaputt machen will oder was auch immer, was er... Wer weiß. Der Hybrid, wir wissen immer noch nicht, was der Hybrid tatsächlich vorhat. Alle seine Direktiven sind immer noch komplett fadenscheinig und letztendlich gelten sie nur ihm selbst. Und letztendlich ist er eine Maschine, was wir nicht vergessen dürfen. Warum ist hier eigentlich so ein Viech? Naja, machen wir mal eben klein hier. Naja, komm. Mensch, krass. Aber geiles Design auch. Ich mag's immer, wenn am Rücken Richtung Wirbelsäule da so Stacheln sind. Ah, das ist immer geil. Ja, Hybrid, Hybrid, Hybrid. Was der Masterplan des Hybriden ist, bin ich super gespannt. Wehe, wir erfahren das nicht, ne? Oh, Mann. Dann Thorald, natürlich, ob er noch irgendwelche krasseren Pläne hat. Ob er tatsächlich auch, wie Sestak seine Bedenken hatte, die Macht an sich reißen möchte letztendlich. Ich glaub's irgendwie nicht. Aber man weiß nie, was Macht mit einem Menschen machen kann, ne? Ah.